Überraschend ist auch, dass Tore schießen beim BVB aktuell von den alten Hasen übernommen wird. Also beim letzten Saisonspiel Hummels mit einem Doppelpack. Jetzt hat Reus die Dortmunder zum Sieg gerettet, sagen wir es mal so. Weil zuletzt, immer wenn der BVB in der Bundesliga gesiegt hat, war das nicht mit viel Glanz verbunden, sondern es war eher ein hartes Stück Arbeit. Und auch da, Walter, eher gegenteilig im Vergleich zum VfB Stuttgart. 3 Punkte zwar geholt, aber man vermisst aktuell den Glanz beim BVB, oder? Ja, ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, überhaupt eine Ergebniskurve zu kriegen. Mhm. Das haben sie geschafft. Sie haben jetzt in Freiburg gewonnen, war auch schwer genug. Sie haben das Ding jetzt gegen Wolfsburg gezogen. Ja, Reus ist für mich eine große Sensation, Hummels auch. Das waren die Matchwinner der letzten beiden Spiele. Und die sind sozusagen wieder gesetzt. Und Edin Terzic muss sich schwer überlegen, ob er nicht vielleicht die Kapitänsentscheidung mit Emre Can rückgängig macht und Reus, Hummels oder Kobel das Ding wieder umbindet. Das muss sich Edin Terzic überlegen. Und Julian Nagelsmann muss sich vielleicht überlegen, nominiere ich für die nächsten Länderspiele Mats Hummels und Marco Reus wieder? Ja, die deutsche Abwehr war ja vom Frankreich-Spiel, ist vielleicht mal abgesehen, nicht gerade so weltbewegend stabil. Und Mats Hummels ist nicht der Schnellste, aber immer noch einer, der sehr spielintelligent ist. Also bei Hummels würde ich sagen ja, bei Reus würde ich sagen, mal schauen.